Moin moin liebe Leute und willkommen zu einer ziemlich verrückten Folge von Planet Zoo. Wir haben noch immer das Problem, dass die Elche einerseits viel zu wenige Rückzugsmöglichkeiten haben und wir andererseits keinen Platz mehr haben, um noch ein Gebäude im Gehege unterzubringen. Das braucht eine kreative Lösung und ich wäre ja nicht ich, wenn ich da nicht eine ziemlich schöne Idee hätte. Der Ansatz ist ganz einfach, wenn drin kein Platz ist, dann halt draußen. Wir stocken also auf von 37% auf 100 und vom Erdgeschoss ins erste OG. Hier obendrauf soll sich das Ganze abspielen und jetzt sagt ihr, du bist doch wirklich crazy, wie soll das denn gehen? Tja, das werden wir sehen, vielleicht bleibt es beim Versuch. Wir ignorieren heute mal, dass die Flamingos gestresst sind, gucken aber immer mal rein, ob es wirklich nur um die Flamingos geht. Legen uns aber mal direkt ins Zeug und bauen einfach drauf los. Stil soll wie das andere Gebäude natürlich Rundholz sein. Und deswegen gehen wir das einfach mal ein, damit wir unsere Bauteile direkt sehen. Und legen mal los mit Wänden. So, hier ab in die Baugruppe. Machen wir einfach mal ein Gebäude mit einer Grundfläche hier. Quadratisch praktisch gut. Wir wählen irgendwann nochmal schöne Teile. Oh, jetzt wird es rechteckig. Moment. Ja, wir lassen es rechteckig. Ich nehme das mit dem Quadratisch mal zurück. Wir machen es ein kleines bisschen größer, denn es muss ja am Ende auch noch reichen. Hier stellen wir tatsächlich einfach mal ein paar Türelemente davor. Oder wisst ihr was, wir machen es in der Tat doch ein bisschen größer. Das kommt mal weg. Wir brauchen Platz, nicht dass wir fertig sind und haben am Ende keine 100%. Deswegen machen wir es noch einen kleinen Ticken größer. Einfach mal hier entlang der Straße, das passt wunderbar. Und schauen wir nochmal, ja, wir machen es auch hier größer. Jawohl, wir denken lieber groß, dann reicht es am Ende auch. So, weg, weg, weg. Die Fronten brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Jetzt müssen wir hier hinten natürlich irgendwie schön zumachen. Und nicht nur da, sondern auch vorne. Wo ist das Ding? Einmal hier. Einmal da. Und hier haben wir jetzt ein kleines Problem. Ich denke aber, das lässt sich lösen. Wir verlegen den Weg einfach nochmal ein bisschen. Machen den hier mal weg. Gehen jetzt einfach mal hier so ein bisschen um die Ecke. Und gucken mal, ob wir noch irgendwie drauf kommen. Nein, so nicht. So auch nicht. Passt auf. Dann verlegen wir tatsächlich den Eingang ein bisschen. So vielleicht. Das sieht doch schon mal besser aus hier. Ja. So machen wir das. Den Weg machen wir trotzdem nochmal neu. Und vielleicht klappt es ja jetzt. Jawohl, das geht in die richtige Richtung. Dann gehen wir nochmal so um die Kurve. Nochmal ein Stück härter. Und dann... ja, dann kommen wir nicht mehr hin. Dann war das zu viel. Das wird auch nichts. Ah, so passt es. So habe ich mir das vorgestellt. Okay, wir gehen mal wieder in die Baugruppe rein. Machen dann jetzt mal hier die Teile noch, wie wir sie auf der anderen Seite auch haben. Und hätten jetzt hier unseren Grundriss. Wunderbar. Und da ziehen wir doch jetzt einfach mal eine Decke drauf, ne? So. Und jetzt ist die Frage, ja, da guckt natürlich jetzt das Dach durch. Ach, das kriegen wir schon irgendwie schön kaschiert. Ich überlege nur gerade, ob das nicht doch zu groß wird. So. Wir müssten jetzt irgendwie schauen, dass wir natürlich die Tiere da oben drauf bekommen. Das ist jetzt erstmal der erste schöne Spaß und wir machen das Ganze mit einem Weg. Zumindest ist das mal die Idee, die ich hier habe. Wir richten uns mal an dem Raster vom Gebäude aus und gehen jetzt mal aufs Dach. Fangen hier mal mit an. Und jetzt... probieren wir mal gerade runter zu kommen. So. Und jetzt irgendwie mal hier so rüber vielleicht. Und runter. Und mal gucken, wo wir ankommen. Ja, direkt hier bei dem Baum. Das ist nicht ganz so toll. Ah, wir probieren es einfach nochmal. Ja, so hart wollte ich jetzt nicht um die Ecke. Wir probieren es jetzt einfach mal hier. Ja, perfekt. Da sind wir auch schon da, wo ich hin wollte. Da haben wir einen kleinen Weg. Jetzt ist die Frage, ob die Tiere da überhaupt hochkommen. Und wenn ja, müssen wir extrem aufpassen, denn dann haben wir wieder Fluchtmöglichkeiten. Sie kommen hoch, sie können fliehen. Alles klar.
Also, dann ergreifen wir doch mal die ersten Maßnahmen, um das zu verhindern. Wir gehen hier nochmal rein und bauen jetzt erstmal Wände. Ne, brauchen wir gar nicht. Da können sie ja gar nicht runter. Wir können uns das doch ein bisschen einfacher machen. Wir machen nachher einfach nur ein paar Eckpfosten. Ich mache jetzt nur mal so ein paar Wände hin. Hier ist das nämlich gar nicht so toll an der Seite. Denn da müssen die Tiere ja auch rein. Das ist ein bisschen eng. Wir machen jetzt einfach mal nur so ein paar Stück hin. So. Nach hier vorne. Werden wir es nachher ziemlich offen lassen, damit die Gäste auch ein bisschen was sehen können von unten. Und jetzt wäre die Frage, ob wir erstmal das Thema mit dem Fluchtbereich klären. Jawohl. Wir müssen es also irgendwie schaffen. Und da kommt schon der erste Elch. Wir machen mal direkt Pause. Sonst gibt es Ärger. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass das nur so aussieht, als wäre das Gebäude außerhalb des Geheges. Aber in Wahrheit ist es eigentlich drin. Das heißt, wir müssen eine Barriere hier drumherum ziehen. Ich fange einfach mal hier an. Upsala. Das hat jetzt mal vollkommen gar nicht geklappt. So, und wir gehen jetzt mal mit einer unsichtbaren Barriere irgendwie hier rüber ins Rennen. Das geht von hier aus jetzt mal nicht. Probieren wir es von hier aus. Das haut jetzt auch nicht hin. Bitte. So. Okay, wunderbar. Hier. Das geht. Wir machen es aber ein bisschen kürzer. Gehen jetzt einfach mal hier. Natürlich eng um das Gebäude drumherum. So, wir brauchen hier keine sichtbare Barriere, denn die Tiere können ja sowieso nicht raus. Sie kommen ja von da oben nicht runter. Jetzt haben wir das Problem wahrscheinlich noch nicht gelöst, würde ich mal behaupten. Wir gucken jetzt mal. Lass den Fluchtbereich mal neu berechnen. Das ist hoffentlich jetzt schon passiert. Jawohl. Also, hier ist immer noch ein Fluchtbereich, weil diese Barriere hier unten noch immer als Gehegeumriss definiert ist. Das müssen wir also erstmal wegmachen. Vielleicht reicht das dann schon aus. So. Jetzt ist es ungültig geworden. Das ist ja spannend. Warum ist das denn jetzt passiert? Ach, passt auf, der Eingang liegt im Gehege jetzt drin von zwei Seiten. Ja, hab's verstanden. Dann müssen wir hier noch mal ran. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Dann ist dieser Eingang wieder außerhalb und dann dürfte es auch wieder gültig sein. Ist das so? Jawohl, ist so. Und jetzt, wenn ich alles richtig verstanden habe, dürfte der Elch nicht mehr fliehen können. So, einmal ganz kurz auf Play gedrückt, nur damit die Neuberechnung ausgelöst wird und ihr seht, das funktioniert. Jawohl, das habe ich mir so toll gar nicht vorgestellt. Wir können also weitermachen und er kann weiterlaufen. Jo, wo sind wir denn jetzt? Also, wir haben jetzt hier natürlich einen Weg, das ist jetzt alles andere als wirklich hübsch. Aber ich glaube, damit müssen wir fast leben. Ich weiß nicht, ob wir den noch ein Stückchen höher bekommen. Vielleicht kriegen wir das hin. Wenn wir den nicht über das Raster verlegen, sondern ganz einfach, wie sonst auch. So hiermit, ne? Oh, das ist jetzt echt schwer hier in der Ecke. Vielleicht können wir einfach hier ein kleines Stückchen weiter hochgehen. Passt mal auf. Wir machen das nochmal hin, das war nämlich eigentlich richtig. Erhöhen hier nochmal um 50 cm. So, und gehen jetzt nochmal in die Ebene. Das will jetzt nicht. Jetzt, okay. Und einmal rüber. Ja, dann ist es halt nicht so ganz gut getroffen vom Punkt. Also, wir probieren es hier nochmal. Ich gebe das jetzt noch nicht auf. Das ist jetzt echt schwierig hier von der Steuerung. Das ist die Höhe, wo wir hinwollen. So, bitte. Jetzt aber. Jetzt probieren wir das einfach mal hier ein bisschen
zusammenzubringen. Ja, fast gut. Dann machen wir das einfach nochmal neu. Nee, nicht mit einem fixen 90-Grad-Winkel, sondern direkt mal so. Nächster Versuch. Das ist jetzt schon wieder genauso schwierig wie die ganze Zeit. Okay, also irgendeinen Haken muss das Projekt ja haben. Es wäre ja echt zu schön, wenn es einfach mal so ginge. Nächster Versuch. Will nicht. Es gibt eine Position wahrscheinlich nur, an der das geht. Auch nicht. Eben hatten wir es. Eben hatten wir es. Ich werde wahnsinnig. So. Mist, Mist, Mist. Warum muss das jetzt so kompliziert sein? Ich hatte es doch fast geschafft. So, wir gehen noch mal ein bisschen härter um die Ecke. Ja, das ist der Trick dahinter. Okay, wir sind angekommen. Checken jetzt noch mal, ob die Elche hochkommen. Schaut wunderbar aus. Jetzt ist es hier auch ein bisschen schöner mit dem Weg. Obwohl, ganz ehrlich, mich stört noch hier diese kleine Überschneidung, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also, wir machen hier mal weiter. Und hier müssen wir uns noch was Schönes ausdenken, aber da kriegen wir auch noch was hin. Erstmal die Möglichkeit für die Leute hier reingucken zu können, ne? Das ist natürlich ganz wichtig. So. Und dann machen wir auch die hier weg. Und mal gucken, ob wir hier die anderen dazwischen bauen, damit es nicht ganz so offen ist. Sieht aber vielleicht auch ein bisschen gestört aus, oder? Ja. Wir lassen es mal einheitlich. Oder wisst ihr was? Wir probieren mal die Rahmen hier. So, die sind nicht ganz so riesig vom Ausschnitt. Das gefällt mir fast besser. Insofern kopieren wir den einfach mal. So, und machen das doch auf der Rückseite auch, damit hier möglichst viel Licht reinfällt. Ich würde mal sagen, wir machen es komplett offen. Was soll das denn? Warum nicht, ne? So. Und ich hoffe einfach, sie kommen da nicht raus. Wieso auch? Okay. Hier nochmal zwei Stück hin. Und jetzt setzen wir noch irgendein schönes Dach da drauf. Jetzt ist die Frage, was wir da haben. Hier eine 4 Meter Schräge. Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr, ich sag mal, spitzwinklige Angelegenheit. Aber warum nicht? Wir probieren es einfach mal aus. Und dann nehmen wir aber auch unser Asphaltdach. Ja. Matze, schreiben, ne? Das ist so ein Ding. Da haben wir eine 4 Meter Schräge. Okay. Da haben wir nicht ganz die richtigen Snap-Punkte, aber das kriegen wir hin. Ja, passt auf, dann machen wir gerade die Reihe noch fertig, wenn wir schon hier sind. Und dann drehen wir einmal rum. Okay, und jetzt müssen wir tatsächlich diese ganzen Teile hier nochmal anpassen. Und das will jetzt aus irgendeinem Grund tatsächlich nicht schön aussehen. Was ist hier das Problem? Ist es die Höhe? Ich werde wahnsinnig. Es ist die Höhe. Na gut. Also machen wir nochmal. Okay.
So, jetzt haben wir hier noch ein Problem. Da fehlt mir noch eine Stütze. Die bauen wir jetzt einfach so. Recht und billig. Nehmen nochmal das Rundholz. Und setzen hier noch einen Rahmen rein. Das hier wäre es gewesen. Okay. Jetzt gefällt mir natürlich dieser Eingang hier irgendwie nicht so. Was können wir denn da noch machen? Lasst mal überlegen. Also das gefällt mir auch mit dem Weg hier gerade noch nicht so richtig. Wir fangen jetzt mal an, machen das noch ein bisschen hübscher. Machen den nochmal weg. Machen den nochmal weg und fangen mal mit dem hier an. So. Okay, jetzt schließen wir hier einmal an. Und das kriegen wir jetzt nicht zusammengetüttelt, ne? Das war schon wieder klar, dass das jetzt kommt. Ach, warum muss das immer so kompliziert sein mit diesem Wegetool? Mensch, Leute, also. Jetzt machen wir das nochmal alles weg. Fangen hier nochmal neu an. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ja, wer sagt's denn? Jetzt macht das Sinn, jetzt passt das doch. Okay, also, wir haben jetzt natürlich noch diese hässlichen Dächer hier. Vielleicht können wir da irgendwas Schönes machen. Die Frage ist nur was, wir könnten natürlich das ganze Dach hier ein bisschen aufdoppeln, das wäre eine Option. Lasst mal probieren, wie das ausschaut und ob die Tiere dann da überhaupt noch rumstolzieren können. Aber prinzipiell könnte das klappen. Ja, ist nur jetzt mit der blöden Drehung hier nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Aber gut, wir machen mal. Wahrscheinlich wird jetzt der Weg wieder verschwinden. Oder aber wir lassen es auf der Höhe und gucken mal, ob die Tiere diesen Höhenunterschied überbrücken können. Ja, das geht, das lassen wir. So, dann hätten wir auf jeden Fall hier genug Rückzugsort. Wir fragen aber mal tatsächlich, ob die das auch so sehen. 100%, perfekt. Dann nehmen wir noch ein paar Schlafplätze rein. Wo sind sie? Schlafmöglichkeiten, da. Und da ist Holz, das heißt, da muss tatsächlich ein bisschen Stroh hin. Ja, aber groß reicht, ne? Und das machen wir jetzt nicht ganz so akkurat von der Verteilung. Upsala, wo sind wir jetzt? Da sind wir. So. Das reicht vollkommen aus. Und wisst ihr was? Da unten haben die Elche dieses kleine Gewässer, aus dem sie trinken können. Und oben haben sie gar nichts, deswegen kommt jetzt diese Wasserleitung tatsächlich nach hier oben. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr freie Sicht. Vielleicht kann da noch ein Spielzeug hin, das können wir jetzt mal prüfen. Was haben wir denn? Oh, die Gummiente haben wir vergessen, jawohl. Wer sagt's denn? Die muss auf jeden Fall hier rein. So, jetzt habe ich natürlich in den Kommentaren lesen dürfen, dass ich das Gewässer gerne ein bisschen größer hätte machen können. Einerseits, damit die Elche noch besser schwimmen können. Es ist aber, ehrlich gesagt, schon größer, als es hätte sein müssen. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass die Elche gerne schwimmen. Einerseits und andererseits war noch die Anmerkung, dass ich dieses kleine Fake-Flüsschen ein bisschen mit diesem Haus verdeckt habe. Ja, das können die Leute jetzt alles nicht so toll sehen. Aber sie sind trotzdem nicht unzufrieden, würde ich sagen. Ne? Okay, hier wollten wir noch ein Spielzeug hinlegen.
Was haben wir denn da noch? Jetzt könnten wir diesen Kratzbaum umpflanzen, aber mit dem haben wir uns ja arrangiert. Vielleicht nochmal irgendwas zu futtern, ne? Wir nehmen jetzt mal eine Melone hier noch her. Und den Ball. Futterspender, jawohl. So. Hier oben machen wir auch noch eine kleine Futterquelle hin. Dann gibt es nochmal einen Anreiz mehr. Den Melonenfutterspender schön hier ans Fenster. Und dann machen wir noch ein Fass, auch hier vorne hin. Und da lassen wir tatsächlich noch, wenn ich es jetzt schaffe, dieses Eisending ein bisschen verschwinden hier, diesen Eisenpinöppel. So. Rückzugsort fertig und guckt mal, habt ihr es gesehen? Oh. Na, Kleines? Das ist ja schon mal viel besser geworden von der Funktionalität, als ich erwartet habe. Jetzt passt auf. Jetzt machen wir das hier drin jetzt noch ein bisschen schöner, oder? Also, hier ziehen wir auch noch mal was ein. Hier ziehen wir tatsächlich noch mal eine Holzfront ein. Auch hier. Und da. So, und hier ist es ehrlich gesagt vollkommen egal, ob wir das hinten dicht machen oder nicht. Jetzt machen wir es aber gerade, weil wir schon da sind. So, auf die Fenster können wir auch mal einen lassen hier. Vollkommen unwichtig. Hauptsache, wir haben das ein bisschen eingetütet hier. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ob wir den Weg hier lassen. Ja, lassen wir. Oder ob wir ihn von hinten anschließen, also von hier hinten kommend. Aber ich würde sagen, das passt soweit. Jetzt machen wir noch zwei, drei Türen hin. Dann nehmen wir hier einfach diese ganz klassischen Türen. Mal gucken, wie wir die hier reingefummelt bekommen. Ja, die decken das halt echt nicht so richtig ab. Das ist so schade. Ich verstehe das bis heute nicht so ganz, was da der Plan ist. Außer, dass wir noch einen Türrahmen bauen können. Dann machen wir das doch. Passt mal auf, wir nehmen hier einfach so schäbige Holztüren. Die passen hier wunderbar rein. Und dann suchen wir uns gleich noch ein paar Holzbalken. Mal gucken, was wir da finden, wenn wir nach Balken suchen. Hier. Die arktischen Balken, passen die hier farblich? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, die können wir nicht umfärben. Nein, die passen aber eigentlich wunderbar. Also dann gehen wir einmal runter und ich würde sagen, aber der ist ein bisschen zu lang. Wir nehmen den mal in 2 Meter. Der ist natürlich, wie sollte es sein, ein bisschen zu kurz. Ups. Aber mit ein bisschen zu kurz können wir arbeiten. Den lassen wir natürlich jetzt hier hinten so verschwinden. So, hier einmal am Boden verankern. Dann nochmal ein Stückchen nach oben. Machen wir jetzt einfach so. Boah, das ist echt eng hier. Tut mir leid, Leute, wenn das ein bisschen schwierig ist von der Kameraführung. Ja, und jetzt schiebt er sich natürlich noch nach vorne. Ja, es ist alles so schwierig hier. Dieses Weltraster, das kann einen schon wahnsinnig machen. So, einmal ran. Jetzt wieder ein Stück nach vorne. Das war ein kleines Stückchen zu weit, würde ich sagen. So.
Jetzt, achso, müssen wir einmal auf das X klicken. Nehmen uns noch einen hier oben. Drehen ihn einfach um 90 Grad. Und müssen ihn doch noch verschieben. So, Dammhirsch wird gleich sterben. Da werden sich jetzt meine Ärzte natürlich professionell drum kümmern. Ja, der ist jetzt natürlich auch noch viel zu lang. Ah ja, gut. Dann ist das so, denn in 1 Meter Länge gibt es den nicht. Pass mal auf, wir schieben die einfach mal hier unten dran. Dann haben wir keine Überschneidung, dann stört das auch mit dem Muster nicht so ganz. So, und das ist jetzt der Türrahmen. 1, 2, 3, 4, 5 Teile. Den verschieben wir jetzt wahrscheinlich wieder komplett quer durch den Raum. Ah ne, der will jetzt. Das ist doch gut. Die Türen, die sind noch zu hoch. Habe ich das nicht gerade schon festgestellt und trotzdem nicht geändert? Passt mal auf, dann machen wir das so. Und passen das Ganze noch ein bisschen an den Boden an. Wo ist denn jetzt schon wieder hier das Fadenkreuz? So, bitte. Ja, jetzt haben wir natürlich diese andere Tür, die immer mit aufgeht. Hör auf zu pfeifen, das macht mich wahnsinnig. Ich brauche Ruhe hier. Einmal so. Und einmal hierhin. Natürlich dann ohne die Tür. Ui, das macht mich wahnsinnig. So, heute bin ich nicht ganz so ausgeglichen. Ihr merkt schon, ich fahre direkt aus der Haut hier. So, passt. Jetzt die Tür noch ein bisschen tiefer. So, wir checken nochmal, was hier los ist. Das sind alles Flamingos und ein bisschen Polarfuchs. Alles nicht so schlimm. Dann machen wir hier kurz weiter. Ich hätte gerne irgendwie noch einen anderen Eingang hier, aber das geht gar nicht, weil sonst laufen die wieder durch die Wand. Ich würde sagen, wir haben hier fast erstmal alles getan, was man tun kann. Zumindest mal, was den groben Holzbau angeht. Ey, jetzt geht's richtig los. Autsch, autsch, autsch. Leute, wir brauchen dringend, dringend den zweiten Eingang, damit wir das hier vorne irgendwie ein bisschen entzerren. Guckt mal hier. Das Problem ist natürlich, die wollen hier alle futtern. Und sind hier irgendwie durch die Menge der Leute ziemlich aus der Fassung gebracht. Na, jetzt haben wir noch Vivarien. Das ist doch mal was, da können wir was machen. Hier. Ich komme mit diesen Meldungen nicht hinterher. Das geht mir zu schnell. Hat sich jetzt wieder alles von alleine gelöst. Das liebe ich. Also jetzt können wir uns noch überlegen, wie wir hier insgesamt ein bisschen dekorieren. Naja, und wenn wir das heute nicht fertig kriegen, dann machen wir beim nächsten Mal noch ein bisschen Deko. Ich gucke nämlich auf die Uhr und sehe, so richtig viel geht da schon wieder nicht mehr. Hier machen wir noch mal ein paar Elche hin. Na komm, ein Stück noch drehen. So. Stückchen rüber noch, ne? Dann ist die Frage, ob wir hier noch irgendwas Schönes beim Wanddekor finden. Wir können ja wieder ein bisschen mit diesen Teilen hier auch arbeiten. Einfach damit wir hier so ein bisschen noch was an optischen Elementen haben, die wirklich keiner sieht, weil sie einfach sich farblich nicht abheben.
Können wir denn hiermit irgendwas Schönes machen? Ja, machen wir noch so ein paar Farbaspekte hier. So, da haben wir doch ein kleines bisschen hier was für die Optik getan. Und setzen die hier auf die Höhe auch nochmal dran. Das sieht scheiße aus. Entschuldigung. Okay, Leute, das Thema Deko gehen wir in Ruhe an, wenn wir Zeit haben. Ah, schrecklich. Der Dachüberstand, der ist auch noch nicht mit eingeplant hier. Guck mal an, das machen wir noch, das korrigieren wir noch. Dann sieht es nicht ganz so aus wie ein Kasten. So, gehen mal auf 1 Meter. Ich war am Überlegen, ob wir es hier nicht sogar 2 Meter überragen lassen können. Weil das Gebäude einfach viel größer ist. Probieren wir es mal aus. Ich denke, das geht hier klar bei dem Gebäude. Ja, das geht klar. Und dann nehmen wir noch diese, wie heißen sie hier, ne? Dachkanten, danke. Danke für eure Hilfe. So, aber bitte die 4 Meter. Naja, jetzt habe ich hier mit der Steuerung mich vertüttelt. So. Geht da noch eine zweite Reihe? Das hat jetzt auch nicht hingehauen. So, bitte. Jetzt aber. Also geht da noch eine zweite Reihe dran? Das ist jetzt meine Preisfrage hier. Würde gehen, machen wir das auch. Und auf der Seite auch noch. Und dann machen wir Schluss für heute. Leute, ich komme zum Resümee. Rückzugsort außerhalb des Geheges. Mit leichtem Tricksen möglich, ne? Natürlich. Formal ist es im Gehege drin. Wir haben es aber optisch so hinbekommen, dass es ausschaut, als wäre es natürlich nicht drin. Das finde ich mal super geil. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare und wir gucken uns demnächst, ich mache mal schnell Pause hier, an, wie wir dieses Thema hier lösen. Oh, das sind die Pillendreher, das kriegen wir gelöst. Das ist easy. Das machen wir noch. Ja, so einfache Dinge, die nehmen wir mit, ne? Das ist ja echt geschenkt hier. Und hier müssen wir auch gerade nochmal bei den Feuersalamandern reinschauen. Also einfach mal so ein bisschen reduzieren, was alt ist. Oder nicht mehr gut ist. Oder nie gut war. Oder wie auch immer. Keine Ahnung, wie ich das jetzt noch politisch korrekt hinkriegen soll, diesen Satz. Ist jetzt aber auch egal, ist zu spät. Also schmeißen wir nochmal alles raus. Und dann aber auch bitte direkt... Oh, 100.000, guck mal einer an, wir haben es wieder. Also bitte auch direkt die Aktivisten dann rausschmeißen, die brauchen ja auch keine Schildkröten. Da kriegen wir hier wahrscheinlich auch schon wieder das nächste Problem mit der sozialen Gruppe. Gucken wir mal, nee, die ist noch gut. Dann haben wir das Problem mit Sicherheit bei den Salamandern. 0%, viel zu groß die Gruppe. Also schmeißen wir hier auch nochmal raus. Hier 4,9 Jahre, du kannst gehen. 3,9, 3,1. Die bringen wie immer keine Arterhaltungspunkte, die bringen nur Kohle. Hier unten, das haut noch immer nicht hin. Pillendreher,
soziale Gruppe ist jetzt okay. Was ist jetzt das Problem? Hier, ich habe schon dreimal gesagt, wir hören auf, ne? Merkt ihr das? Ich kann das einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Tierpfleger soll kommen. Matze geht nochmal zurück. Schaut nochmal dieses Haus an. Und sagt endgültig, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.